Guten Abend, Matthias, geschätzte Anwesende. Für mich als Nicht-Juristen war das eine sehr spannende Diskussion, ein spannender Einblick in die Reformen, in die Änderungen, die da vorgesehen sind. Die Diskussion zur Piraterie-Bekämpfung hat mir gezeigt, da sind es auch sehr viel Emotionen mit drin, aber es gibt divergierende Einschätzungen. Es gibt nicht ein Schwarz und Weiß, es gibt auch nicht ein richtig oder falsch. Das Urheberrecht regelt ja ganz unterschiedliche Bereiche, Lichtbild, Videofilm, Musik, Literatur und so weiter. Das sind unterschiedliche Problemstellungen, für die auch unterschiedliche Lösungen angezeigt sind. Aber überall habe ich gesehen, ist es wichtig und geht es auch um den Ausgleich der Interessen der Urheber gegenüber den Interessen der Öffentlichkeit, beziehungsweise anders gesagt, das Interesse auf öffentlichen Zugang. Die Diskussion ganz am Ende über die Auswirkungen, bezahlt man doppelt oder nicht, da muss die Politik sich vielleicht soweit die Aufgabe selber auch stellen und eine Wirkungsanalyse verlangen, damit das klar aufgezeigt wird, welche dieser Einschätzungen hier richtig ist. Zurück zum Beginn. Zu Beginn wurde darauf hingewiesen, es sei ein ausgewogener Kompromiss, mittlere Unzufriedenheit, kleinste gemeinsame Nenner wurden angesprochen. Und dass eine Veränderung immer die Gefahr mitbringt, dass das Gleichgewicht aus dem Lot gerät, dass gewissermaßen das Kartenhaus zusammenbricht. Ich denke, für uns in der Politik, für die Beratung ist das sicher zu berücksichtigen, aber diese Aussage darf in keiner Art und Weise ein Denkverbot sein. Diese Freiheit haben wir in der Politik und müssen wir sicher auch hier mit einbringen. Wie in vielen politischen Geschäften ist es auch hier so, es ist nicht die abschließende Reform, es ist ein Zwischenschritt, der das Fundament für weitere Entwicklungen legen wird. Das ist auch das, was dann eben in Kommissionsdiskussionen, in den Ratsdebatten zu berücksichtigen ist, dass wir hier eine Vorlage haben, mit der wir einiges regeln, das eigentlich bereits seit langem notwendig ist, aber dass wir nicht alles regeln können in einem Aufwisch. Matthias hat es weiter vorhin angesprochen, es ist klar, die Vorlage kommt in die politische Beratung, Sie kennen das Prozedere mit dem Zweikammersystem, eben zuerst in die Kommission, dann ins Plenum. Jeder kann dreimal darüber debattieren. Ich hoffe, es gibt nicht allzu viele Differenzen, die zu behandeln sind und dass entsprechend die Beratung auch bald abgeschlossen werden kann. Ja, soweit mein Fazit, meine Zusammenfassung. Jetzt für die weiteren organisatorischen Punkte gebe ich gerne wieder an Matthias zurück, weil ich weiß, es ist noch ein Antrag vorbereitet, aber die Details kenne ich nicht. Ich bleibe mir noch Ihnen zu danken für Ihr Interesse, für Ihr Erscheinen und auch für die spannende Diskussion. Besten Dank und auf Wiedersehen bei einer anderen Gelegenheit.